Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich euch einen Self-Improvement-Tipp, einen Selbstverbesserungstipp geben, der mir sehr, sehr viel geholfen hat, mein eigenes Leben zu verbessern und der mir auch geholfen hat, ein besseres Verhältnis zu meinen Freunden aufzubauen. Und zwar möchte ich über Feedback reden. Ich habe euch ja auch um Feedback gebeten. Wir sagen im Deutschen Feedback, obwohl es eigentlich auch ein deutsches Wort dafür gibt, eine Rückmeldung. Ihr habt mir Rückmeldungen gegeben. Aber normalerweise sagen wir im Deutschen einfach Feedback. Das ist halt so, wir benutzen das Wort Rückmeldung nicht so oft. Aber ich habe euch um Feedback gebeten und das machen viele Leute, die eine Webseite haben und oder ein Unternehmen, die fragen nach Feedback. Und das Feedback hat mir sehr geholfen und ich bin euch sehr dankbar dafür. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch noch mehr Feedback geben. Das ist immer sehr erwünscht. Und ihr habt mir auch Feedback dazu gegeben, was für Videos ihr sehen wollt. Und ich habe sie alle gelesen und ich werde sie auch alle umsetzen. Aber es dauert manchmal eine Weile, bis ich die Inspiration dazu bekomme, über das Thema zu reden, das ihr vorgeschlagen habt. Denn ich möchte ja auch euer Thema, was ihr vorgeschlagen habt, auf eine interessante Art und Weise vorstellen und besprechen. Ja, der Tipp, den ich heute für euch habe, ist, dass ihr auch nach Feedback fragen könnt. Und zwar habt ihr hoffentlich Freunde und vielleicht habt ihr auch, vielleicht seid ihr auch in einer Beziehung, das heißt, ihr habt vielleicht eine Freundin oder einen Freund und die tolle Sache ist, dass man seine Freunde und auch seinen Partner ja auch um Feedback fragen kann. Leider machen das nicht so viele Leute, aber es ist sehr, sehr hilfreich, denn dadurch kann man die Beziehung oder die Freundschaft sehr, sehr doll verbessern. Und deswegen ist jetzt meine Herausforderung an euch, okay? Die Selbstverbesserungs Herausforderung für heute ist, denkt nach, welcher Mensch ist euch besonders wichtig? Welcher Mensch ist euch besonders wichtig? Und geht heute zu diesem Menschen und fragt nach Feedback. Fragt nach Rückmeldungen. Sagt zu der Person, ich möchte unsere Freundschaft verbessern. Was können wir besser machen? Was können wir tun? Was kann ich tun, um unsere Freundschaft besser zu machen? Was magst du an mir? Was magst du nicht an mir? Und was kann ich tun, um ein besserer Freund zu sein? Oder auch ein besserer Partner? Und ja, und ihr werdet merken, dass da auch viel gute Tipps kommen, sehr viel, eine sehr gute Rückmeldung kommt da und ja, und ihr werdet staunen, wie viel man so verbessern kann, weil man kann sich immer verbessern. Also ich denke ständig, dass es viele Dinge gibt, die ich verbessern kann. Also das, es gibt, wenn ich so drüber nachdenke, es gibt vieles, was ich verbessern kann mit meinen Freunden und deswegen frage ich sie auch regelmäßig, was kann ich verbessern, was kann ich anders machen, wie können wir unsere Freundschaft besser machen und inniger. Genau, und deswegen ist das mein Tipp heute an euch, meine Herausforderung an euch. Geht zu dem Menschen, den ihr am liebsten mögt und fragt, wie ihr die Freundschaft besser machen könnt. Ich bin gespannt, wie es euch ergeht. Gebt mir ruhig eine Rückmeldung, wie es für euch war, diesen Tipp umzusetzen. Und
Ich freue mich auf eure Rückmeldung und bis morgen. Tschüss.